Ein neues Video von mir zum Dschungelcamp-Drama bezogen auf Iris Klein, Peter Klein und Yvonne Wölke. Denn es gab wieder einen richtig krassen Insta-Beef. Darüber möchten wir heute noch sprechen. Also beim letzten Video habe ich ja gesagt, dass ich das Gefühl hatte, dass die ganze Geschichte vorbei ist. Aber eigentlich ist sie noch viel krasser geworden. Und wir wollen heute nochmal über diese Fake-Vorwürfe sprechen, die generell im Raum stehen. Denn leider sind jetzt auch ein paar Sachen aufgeploppt beidseitig, wo ich so das Gefühl habe, vielleicht haben die Leute, die da so ein bisschen spekuliert haben, doch nicht ganz Unrecht gehabt. Und ja, was alles in den letzten, ich glaube, es waren nur 2 Tage so passiert ist, das werde ich euch in diesem Video erzählen. So, Freunde, ich freue mich, dass ihr hier wieder am Start seid, an meiner Seite. Ja, ich werde in diesem Video nicht sagen, dass es wahrscheinlich das letzte Video ist, weil ich habe das beim letzten Mal schon gemacht und irgendwie ist wieder alles ganz anders gekommen. Und heute wollen wir mal chronologisch vorgehen und über das sprechen, was nach dem Nachgang passiert ist und über zwei Vorfälle, die aufgeploppt sind, wo ich so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Magenschmerzen habe, aber so dachte so, irgendwie habe ich ja zeitweise so gedacht, ich habe ein bisschen Mitleid, aber ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, ob ich Mitleid haben kann. Wobei, vielleicht habe ich tatsächlich Mitleid, aber auf anderer Ebene und das ist auch nicht gut. Also, Yvonne Wölke hatte das besagte Interview bei RTL gegeben und kaum hatte ich das Video abgedreht, ging es schon wieder los. Und zwar hatte Iris Klein dann nochmal einen Screenshot gepostet zu diesem RTL-Interview und da ging es um diese Szene, wo Peter Klein und Yvonne Wölke sehr vertraut miteinander auf einer Bank sitzen und dazu hat sie geschrieben: Und ich habe ihr ihren Freund weggenommen, 24/7 immer zusammen, aber ich bin die Böse. Gibt doch noch 98 Interviews. Ja, wie sich heute herausgestellt hat, wird eine andere Frau wahrscheinlich viele Interviews geben, ja? So. Peter Klein hatte aber kurz vorher auch was gepostet. Er hat geschrieben: Hallo ihr Lieben, ich habe mich jetzt einige Tage nicht gemeldet. Bedingt der Situation, in der ich mich gerade befinde, fällt mir dies echt schwer. Ich werde überhäuft mit Beleidigungen, Vorwürfen und Beschuldigungen, ohne dass ihr wisst, wie die Situation wirklich ist. Ich werde mich zu gegebener Zeit dazu äußern. Der Moment ist allerdings noch nicht gekommen. Ich kann verstehen, dass ihr aufgrund der derzeitigen Informationen enttäuscht von mir seid und es macht mich sehr traurig, dass es so gekommen ist. Was die Zukunft bringt, weiß ich nicht. Aber hinter jeder noch so dunklen Wolke verbirgt sich heller Sonnenschein. In guter Hoffnung sage ich bis bald. Dann hat Iris Klein ja die ein oder andere Story gepostet, wo man gemerkt hat, dass sie das alles sehr beschäftigt. Immer so random kam das alles. Da hat sie zum Beispiel geschrieben: Schlechte Schauspielerin. Das war bezogen auf Yvonne Wölke. Kurz danach ging es weiter, da hat sie geschrieben: Auf zum nächsten verheirateten Mann, Interview danach nicht vergessen und nicht vergessen, schön der Ehefrau die Schuld geben. Ich kann das alles nachvollziehen, aber an dieser Stelle möchte ich auch mal sagen, können wir jetzt auch mal, wenn da wirklich was war, auch wenn irgendwie alle Parteien behaupten, dass da nichts war, können wir auch mal darüber sprechen, dass man vielleicht auch dem Ehemann die Schuld geben kann. Also ich kann irgendwie schon verstehen, dass Iris Klein so enttäuscht ist, aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, sie schiebt die Schuld allein zu Yvonne und lässt komplett außen vor, dass ihr Mann ja irgendwie auch eine Rolle in diesem ganzen Fiasko spielt, ne? Dann hat Yvonne auf eine Story reagiert von der Iris und hat geschrieben: Du hast uns alle mit deiner krankhaften Eifersucht und dem Veröffentlichen von Gerüchten in diese Situation gebracht. Es ist nie etwas passiert und du übst Psychodruck aus, legst dann Feuer und bist dann ruhig. Okay, soweit, so gut. Dann hatte sich Jenny Frankhauser noch so ein bisschen eingemischt, aber das lasse ich jetzt mal außen vor. Das habe ich tatsächlich jetzt nicht als so super wichtig empfunden. Dann, kurze Zeit später, ich glaube, das war dann schon am nächsten Tag, oder war, ist es auch egal, wann es war alles so in Reihenfolge, wie ich es jetzt sage. Iris Klein hat sich wieder geäußert und hat geschrieben: Und zur Info, Peter und Yvonne schreiben sich immer noch heimlich. Gestern Abend wieder. So viel zum Thema, er will die Ehe retten. Dann gebt doch alles öffentlich zu, dann ist es rum. Also heimlich ja schon mal nicht, weil Iris weiß es ja scheinbar, insofern ist es nicht heimlich. Ach so, und hier schreibt sie selber noch: Habe es eben selbst gesehen, wir fliegen gerade nach Mallorca. Ein Blick auf sein Handy, das war's. Okay, also schon mal nicht heimlich, er macht es scheinbar so offensichtlich, dass sie es sieht. Daraufhin schreibt sie: Beide verlogen. Ja, also Freunde, das war's aber noch nicht. Yvonne, vergiss bei deinem nächsten Interview nicht zu erwähnen, dass du nachts meinem Ehemann weiterhin WhatsApp schreibst. Okay,
Auch dazu haben wir was. Dann war sie in der Luft. Sie saß ja mit Peter Klein im selben Flieger und hat eine Story gepostet aus dem Flugzeug, wo oben ganz klein Peter Klein markiert wurde und sie geschrieben hat, ich schaff das alles nicht mehr. Wo ich mir dann so denke, wie wäre es denn, wenn ihr einfach miteinander redet, anstatt übereinander oder übereinander kommuniziert im Rahmen von Instagram. Und jetzt wird es völlig absurd. Dann gab es einen RTL-Bericht, wo beide quasi auf Mallorca gelandet sind. Dieser Flug war quasi von Deutschland nach Mallorca. Ich meine, die wohnen ja dort zusammen. Und sie haben getrennte Taxen genommen. Sagt man Taxen oder Taxis? Auf jeden Fall sind sie in getrennten Taxis gefahren oder Taxen gefahren, wo ich mir so denke, Moment mal, ihr sitzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, nebeneinander im Flugzeug. Ihr geht in dieselbe Maschine und fliegt zusammen nach Mallorca in eure Unterkunft, in eure Wohnung, wo sie ja extra noch kurz vorher ausgezogen ist, um dann irgendwie wieder zurückzukehren. Und dann fahrt ihr in getrennten Wagen, obwohl er ja vorher irgendwie noch die Aussprache, also macht alles irgendwie keinen Sinn. Da habe ich schon so ein Bauchgefühl gehabt, wo ich mir so dachte, okay, finde ich einfach ein bisschen komisch. Dann hat Yvonne wieder eine Story gepostet, wo sie sagt, liebe Iris, Niveau ist keine Hautcreme und das Spielchen, was du hier abziehst mit deinen beleidigenden Posts, passt zu deinem Plan. Da ging es um ein Wort, was sie angeblich gesagt hat, was nicht so toll war. Dann gibt es eine Schlagzeile der Bild. Yvonne Wölke, Ehe ausbesiegelt. Kurz dazu, ihr wisst, ich kenne Yvonne seit vielen Jahren, also wir sind jetzt nicht BFFs, aber wir kennen uns, ja. Und ich weiß, dass es diesen Mann gibt, weil Leute sagen so, ja, das ist alles Fake, sie ist gar nicht verheiratet, doch, den gibt es auf jeden Fall, den habe ich schon mal kennengelernt, ist aber auch schon ein bisschen her. Und da steht dann Ehe ausbesiegelt. Auf diesem Artikel, ich verlinke den nochmal unten, liegt Yvonne auf dem Sofa, das ist glaube ich auf dem Sofa von dieser Janina Josefia, dazu hatte ich ja auch ein Video gemacht, sie schläft ja jetzt irgendwie bei ihr und da dachte ich mir so, Moment mal, deine Ehe ist vorbei und du regelst dich auf diesem Sofa um, quasi für die Fotografin zu posieren. Also das ist eine Fotografin, die für die Bild diese Fotos gemacht hat und dann denke ich mir so, also wenn jetzt wirklich deine Ehe deswegen aus ist, dann habe ich doch, also dann ist es okay, wenn ich ein Statement abgebe, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht problematisch, aber sich dann noch in Szene zu setzen und dann gibt es noch ein wirklich theatralisches Foto, wie sie quasi davon schreitet mit dem Koffer und ich denke mir so, okay, das ist wirklich ein bisschen so eine Überinszenierung. In dem Artikel steht auf jeden Fall drin, der Mann ist stinksauer, das Paar hat sich getrennt, Yvonne musste das gemeinsame Haus in Poppenbüttel verlassen, ja. Yvonne bestätigte gegenüber Bild, ja, ich bin zu Hause ausgezogen, habe ein paar Sachen zusammengesucht und bin mit einem Koffer zu meiner Freundin Janina Josefian. Ich wohne erstmal bei ihr, habe aber auch noch eine kleine Wohnung in Berlin. So, Freunde, dann geht's aber noch weiter. Dann postet Yvonne Wölke ein Foto, schöne Erinnerungen an Australien und man kann es nicht Pixel nennen, so streicht quasi eine Person durch, die neben ihr steht. Und da könnte man ja jetzt meinen, dass Yvonne damit signalisieren möchte, dass das Peter Klein ist. Weil warum sollte sie sonst eine andere Person unkenntlich machen? Das Blöde ist nur, dass das so schlecht gemacht ist, dass wenn man jetzt mal wirklich ganz genau ranzoomt, man eigentlich erkennt, dass das Dr. Bob ist. So ein bisschen am Cap und auch am Blaumann sozusagen. Ja, wo ich mir dann so die Frage stelle, Moment mal, okay, wenn das jetzt Dr. Bob ist, du dadurch aber signalisieren möchtest, dass das eventuell Peter Klein ist, finde ich das ehrlich gesagt sehr strange und irgendwie auch sehr befremdlich. Währenddessen postet Iris Klein Fotos wieder bei Instagram in der Story, wo sie schreibt, zumindest die Bettwäsche macht mir gute Laune. Irgendwann kann ich auch wieder lächeln. Und sie wird wieder lächeln, denn darauf kommen wir gleich. Und dann schreibt sie, es gibt noch viel zu klären und zu regeln. Ich versuche stark zu sein. Und jetzt, Leute, kommt der absolute Oberhammer. Denn laut eines Bildberichts, auch den verlinke ich unten in der Infobox, haben die Kleins ein geheimes Projekt im Hintergrund eingetütet. Und zwar, nach Bildinfos lohnt sich der Dschungelcamp-Skandal für die Katzenberger-Mama zumindest finanziell. Sie soll einen ersten fetten Deal eingetütet haben und schon bald im TV über die Strapazen der letzten Wochen auspacken. Das Exklusivinterview mit Iris Klein ist im Hintergrund über ihr Management bereits unter Dach und Fach gebracht worden, gegen einen Batzen Geld, ja. Ob es jetzt hier ein Live-Interview ist oder aufgezeichnetes Gespräch oder eine Begleitung über mehrere Tage, das weiß man nicht. Interessant an dieser Stelle soll sein, dass es angeblich nicht RTL sein soll, sondern ein Konkurrenzsender. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es ProSieben ist. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo das, keine Ahnung, sein soll. Auf jeden Fall, ja,
und ihres Ehemann Peter entgegen soll, so heißt es, aktuell mehrere Angebote, die ihm vorliegen, abwägen, um seine Wahrheit ebenfalls im TV zu erzählen oder generell zu erzählen. Und da muss ich sagen, hört bei mir der Spaß auf, weil ich denke mir dann so, was ist das jetzt alles? Also ja, das ist ein überinszeniertes Drama und die posten alle den ganzen Tag und Yvonne postet ein Foto, wo sie vorgibt, dass sie neben Peter Klein steht und das ist er dann aber irgendwie nicht. Und Iris macht im Hintergrund einen TV-Deal. Also ich kann verstehen, dass man irgendwie versucht, mitnehmen zu wollen, was geht, aber auf der anderen Seite denke ich mir so aus der Perspektive von Yvonne, okay, scheinbar hat sie ihre Ehe aufs Spiel gesetzt, wofür das Ganze, denn sie wird am Ende die, ich sage jetzt mal, die sein, die am wenigsten davon hat. Iris und Peter Klein werden natürlich safe wieder zusammenkommen und sind es irgendwie auch noch, also ich meine, es ist so eine Frage der Zeit, bis dieses Drama beendet ist und trotzdem hat es am Ende einen faden Beigeschmack, weil man zum Beispiel auch bei Yvonne jetzt das Gefühl hat, dass sich das alles ein bisschen als Lüge rausgestellt hat. Ne? Also nicht als Lüge dieser ganze Sachverhalt, aber wenn jemand doch irgendwie darunter leidet und die Ehe kaputt geht, warum poste ich dann ein Foto, wo ich jetzt wirklich im Hintergrund, ich meine, ich kann das nicht beweisen, aber wenn man genau hinguckt, dann erkennt man schon, dass das auf jeden Fall nicht Peter Klein auf diesem Foto ist. Und wenn es doch Peter Klein sein sollte, dann könnte sie ja diese aktuellen Gerüchte, die ja auch schon mehrere Medien aufgegriffen haben, insofern einfach entkräften und einfach das Foto ohne Zensur posten. Das dürfte ja kein Problem sein, ne, wenn sie uns damit signalisieren wollte, dass es Peter Klein ist, weil warum sollte sie Dr. Bob als schöne Erinnerung zensieren? Okay, Freunde, das war erstmal mein kleines, aber feines Update zu diesem ganzen Dschungelcamp-Drama. Ich freue mich sehr auf eure Meinung, auf euer Feedback. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage bis zum nächsten Mal.